Was geht ab, meine lieben Freunde, bei Outlast? Ja, ich hab gar keinen Bock drauf, du. Ich muss mal kurz kontrollieren. Auf R tue ich, glaube ich, Dingsbums machen. Alles klar, das wollte ich nur herausfinden. Hier sprinte ich, noch ein ganz normales Thema. Ich sehe nix. Ich muss ja jetzt schon mal gestehen, dass ich jetzt schon gar keinen Bock mehr drauf habe. Das ist auch so eine Batterie, verdammte Scheiße. Ja, und heute bin ich alleine. Alter! Alter, was bist du? Was bist du, Junge? Was bist du? Was bist du? Was bist du? Alter, nee. Vergiss es, ich geh nicht weiter. Alter, was bist du gewesen? Also, was du gewesen bist, gut, das weiß ich ja. Alter, ich hab keinen Bock mehr. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Eine Leiter. Kann ich die benutzen? Ja, bestimmt, ne? Oh mein Gott. Wenn wir schon mal kurz hier umgucken, Freunde. Man weiß ja nie. Boah, mir ist das Herz stehen geblieben. Was ein Shit. Oh Gott, nee, Alter. Ach du Scheiße. Tja, wenn man alleine ist, ist die ganze Sache natürlich gewaltiger, ne? Gewaltiger. Muss ich hier lang? Ja, könnte sein, könnte sein, könnte sein, könnte sein. Oh, ich bin blind. Ich bin blind. Spring! Aha. Ist der gutmütig? Hallo? Gut, wie geht's? Komm, jetzt einfach mal so ein Tritt geben. Bam, halt die Fresse. Aber gut, das wäre auch gemein, ne? Weil immerhin macht er uns ja nichts. Einer der wenigen, die freundlich gesinnt sind. Gesinnt sind, 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 sind. Nein! Boah. Fick dich, ich hab gedacht, ich schaff's nicht. Halt die Fresse, Batterie. Okay, ist ja nicht die Batterie, die hier rumpiept. Das ist ja eher die Kamera. My Camera. Oh, 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 my Camera. Alter. Was? Ah, da hinten ist schon mal Licht, ist es schon mal. Was? 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 Okay. Sprung! War da gerade was am Fenster? Ich hab gerade nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Wow, ich gehe da nicht runter. Aber ich muss. Dann laden wir mal kurz die Batterie nach, bevor ich hier gleich einen Herzinfarkt bekomme, ohne Batterie. Okay, okay. Noch sieht's gut aus, Freunde. Da liegt doch eine Batterie, oder? Nein. Hier auch nicht, hier auch nicht, hier auch nicht. Bist du tot? Oder schläfst du nur? Oh ja, die Tür ist zu, die Tür ist zu. Oh yeah, Alter, bleib ja liegen, Mann. Sonst hau ich dir meinen Penis ins Gesicht. Bam! Und wie gefällt dir das? Bam und bam! Ah, da stehst du drauf. So. Wir haben ja natürlich keine Angst, deswegen gehen wir jetzt einfach mal ganz gepflegt weiter. Alter, diese Musik, die stresst mich. Wie komme ich denn hier hoch, Alter? So. Ist jetzt noch nicht so schwer. Aha, drüber springen kann er. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Alter, was ruckelst denn du jetzt auf einmal? Ja, ich muss auch hier raus, aber weißt du, das ist nicht so einfach, Kollege. Das ist alles für den Arsch auf jeden Fall. Boah! Meine Fresse! Halt doch mal das Maul an.
Gut, die Tür ist auch zu, das gefällt mir. Ich verschwende schon wieder massenhaft Batterien, das gefällt mir überhaupt nicht, Alter. Das ist schon wieder total behindert. Oh, der Officer, der ist irgendwie abgenippelt. Ha, ich hab nippelt gesagt. Woher wissen Sie, dass ich kein Patient bin? Oder, ach, was weiß ich, was der gesagt hat. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Gut, wir müssen wahrscheinlich hier rein. Ah, gehen wir erstmal da lang. Einfach mal stur geradeaus laufen ist nie richtig, aber in dem Falle klappt das schon irgendwie. Ah, hier könnte ich doch theoretisch gesehen runterspringen, ne? Die Frage ist jetzt halt nur, will ich das? Momentan will ich das nicht, nein. Deswegen gehen wir mal hier hin. Blute für mich. Meint er sein Penis oder was? Blute! Penis, blute, schnell! Okay, hier ist auch falsch. Ja, doch. Hier kommen wir ja auch nicht rein. Ja, da muss ich hier runterspringen, ne? Der denkbar unschönste Ort. Okay, mal kurz nachladen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist jemand. Oh nein. Und er ist bestimmt nicht freundlich gesinnt. Könnte ich fast schon drauf wetten. Ah, der Fettsack ist es. Hilfe! Nein, hier ist falsch. Hier ist falsch. Wo muss ich hin? Wo ist der Fettsack? Oh Gott! Ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn. Ich sehe ihn aber nicht. Nein, nein, nein. Boah, abgefuckt ist hier dunkel! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann! Oh! Angst, Angst, Angst! Da hoch muss ich, nein! Fettsack, wo bist du? Ich renne ihm gleich in die Arme, ich spür das doch! Wo bist du? Fettsack! Da! Los, 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 Master, komm! Master, das ist ein Klacks für dich, komm! Go, Master! Go, Master! Go, Master! Ah! Oh ja! Oh! Diese Befriedigung! Diese abgefuckte Befriedigung! Alter, eine Folge und ich krieg einen Herzinfarkt. Nee, das kann ich mir nicht antun, Mann. Ah, Gott, nee, Alter. Aber ich leb noch! Ich leb noch! Ich bin gut! Das ist denn hier so abgefuckt dunkel, Mann? Ah. Hier muss ich wahrscheinlich runterspringen. Kann ich überhaupt runterspringen? Tja. Tja, tja, tja. Wäre ich jetzt mal Professor, würde ich jetzt wissen, was ich zu tun habe. Die Frage ist, wie springt denn der runter, Alter? Komm, spring. Wie viele Batterien ich hier verschwende, das ist auch nicht mehr schön, ne? Oh! Fickt euch! Bevor ich weiterlaufe, erstmal Batterien nachladen. Alter, man hat sie gerade mit der puren Angst zu tun, ne? Oder ich zumindest. Ist hier irgendwas? Naja, außer Leichen ist hier nichts. Außer Spesen nichts gewesen. Passt schon. Hier ist ein Weg. Alter, leck mich. Ich sehe nichts. Leck mich, Fettsack. Leck mich. Leck meine Klöten. Leck meine Klöten. Oh mein Gott. Wo lang? Kriech. Ah! Alter! Alter, nein! Am Arsch. Echt am Arsch, Freunde. Ich halte das Spiel nervlich nicht aus. Ich halte es nicht aus. Ein Blutbrunnen. Ich halte das nicht aus.
Ich krieg einen Nervenzusammenbruch. Wegen diesem geilen Scheißspiel. Oh yeah. Ich geh kaputt dran. Man glaubt es kaum. Doch ich bin ne Pussy. Und krieg davon einen Albtraum. Oh man. Okay, warte, warte. Wie lese ich die Nachrichten nochmal? Aha. Das Ding im Dunkeln. Der meint übrigens nicht mein Tütelüt. Gott, steh mir bei. Ich glaube, ich habe den Wallrider gesehen. Fuck. Das war der Wallrider. Wasser, nicht trinken. So viel Blut im Wasser. Ich kann es riechen. Als hätte ich wie im Kindergarten einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich hatte auch schon eine atmosphärische Störung. Es ist wie ein Jucken. Tja, tja, tja. Sieht doch ganz schön aus eigentlich. Alter. Yeah, yippie, buddy, 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 buddy. Das wird mir noch teuer zu stehen bekommen. Batterie? Oh ja. Batterie, Batterie. Batterie. Ich freue mich über eine Batterie. Ihr wisst, dass ich jetzt scheiß labern muss, ne? Weil sonst, ne? Ihr wisst Bescheid, ne? Alter. Das hat ja schon fast PewDiePie-Anleihungen. Ich krieg Angst, Mann. Lass mich in Ruhe einfach. Ins Gebäude. Da ist es todsicher. Da gehe ich jetzt rein. Und nenn mich Sam Fischer. Kommt uns die Gegend bekannt vor? Irgendwie ja. Alter, ich halte das nicht aus. Echt nicht. Ich halte es nicht aus. Ich schaff's nicht. Oh, ich muss mir wieder jemanden. Benutze die oberen Stockwerke, um zu Vater Martin zu gelangen. Ja, ist der jetzt böse oder ist er jetzt nicht böse? Oh nein! Nein! Ach, leck mich doch am Arsch. Fängt schon wieder bescheiden an, weißt du, wenn du schon wieder nachlädst, ohne nachladen zu wollen. Der ist zum Glück tot. Der hat eine Batterie bei sich. Na, dann ist es ja nicht so allzu schlimm. Rennen wir mal ganz elegant. Gib ihm! Gut, irgendwas ist da, aber das macht uns ja noch nichts. Da gehen wir dann mal ganz gepflegt gucken, weil Angst kennen wir ja nicht. Okay, jetzt kenne ich Angst. Ich kenne Angst. Angst! Ich habe Angst! Lass mich in Ruhe! Okay, da hat es nur an der Tür geklopft. Aber das ist okay. Master, beruhig dich. Ah, man kann mal reingucken. Wer war da? Vergesst es, Freunde. Ich krieg hier... Ach so, jetzt ist der Penner weg, oder was? Willst du mich eigentlich für blöd verkaufen? Echt mal jetzt. Okay, hier geht's auch nirgendwo lang. Am Arsch. Am Arsch. Ich geh da nicht lang. Nee. Gut, die Tür ist zu. Das ist schon mal sehr angenehm. Aber die anderen kriegen die Tür ja eh auf. Es bringt nichts. Ich muss da rein. Es bringt nichts. So. Jetzt muss ich wahrscheinlich hier ins Fenster rein. Ergibt zumindest einen Sinn. Scheiß Batterie, Alter. Die geht auch so in 10 Minuten leer. So ein 5. Was da wohl drin steckt. Wir können es ja mal nachlesen.
Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der Warrider erscheint. Ich blinzle und sehe atmosphärische Störungen und etwas anderes. Etwas Glattes und Dunkles, das hinter meinen Augenlidern auftaucht. Mich mit Organen anstarrt, die ich mir nie hätte vorstellen können. Aber das Geräusch stammt auch aus der Maschine. Es kommt von hinter der Wand. Ich kenne es. Am Arsch. Ich bleib jetzt einfach hier, Freunde. Ist mir scheißegal. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.